Schließt die Reihen! Sie sind überall! So, ich gehe schon mal pflanzen. Hier wuchs einmal ein prächtiger Baum, vor dem allerdings nur noch verfaulte Reste übrig sind. Der Ort wirkt verdorben und der Übergeruch steht in der Luft. Zwischen den Resten des Baumes findet sich noch eine Mulde mit fruchtbarer Erde. Den Baumsamen der Dryade in die Mulde pflanzen. Aus dem Samen der Lebenseibe schießen grüne Sprösslinge hervor. Sofort beginnt ein neuer Baum an diesem Ort zu wachsen. Der junge Baum verdrängt die Reste des alten und erstrahlt im frischen Grün. Eine Aura der Lebenskraft scheint den Ort zu durchdringen. Der faulige Hauch verflüchtigt sich. Flop. Auf meinem Befehl. Das heißt, wir können... Schnell! In die Schlacht! Die beiden hier töten. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Sie sind überall! So. Auf meinem Befehl. Mir. Gut, das heißt, wir haben schon mal zwei. Und ich kann dann... Oh. Ah ja, doch, geht. Zurück zu Urias Lager. Also zurück zum Lager des Ordens an der Schwarzen Küste. Und hey, zurück nach Fiara. Die Schwarze Küste ist nämlich die einzige Map in Shadow of the Phoenix, die... Oder Phoenix. Ach, wie auch immer. Die noch in Fiara liegt. Alles andere ist Xu. Also auch ein bisschen Sinn ergibt. In Order of Dawn haben wir fast nur Fiara und zwei Maps Urgarf gehabt. In Breath of Winter hatten wir hauptsächlich Urgarf, bis auf vier Maps, die Fiara waren. Also Tirganach und die beiden Windholm-Maps und der Gletscherbruch, wo wir Arin dann bekämpft haben. Ist schön, wenn die Erinnerungen noch so frisch sind, dann weiß man das noch. Das würde uns dann vor allem den zweiten Playthrough etwas weiter leichter machen. So, zum Lager der Ordensritter wollen wir. Bruder, warum musste das geschehen? Ich habe versagt. Itulf, wirf meine Seele in die Esse! Was zur Hölle, ey? Wie Kreuzung? Achtung! Zurück mit euch! Achtung! Okay, hier sollte ich dann Berserkern. Zurück mit euch! Zeit zu sterben! Vorsicht! Okay. Au! Okay, dann werden wir wahrscheinlich zwei Seelenfelsen verlieren. Also ich kann wenigstens den unteren retten. Zurück mit euch! Nee, der Skelett-Pretorianer ist auch etwas zu stark. Kämpft! Okay, das ist schon ziemlich gemein. Gut, reden wir mal mit dem Kriegsherrn. Ihr seid zurück? Gut. Brecht euer Lager ab, Leutnant. Bringt die Männer zurück nach Northander. Wo wir hingehen, wären ihre guten Seelen nur verloren. Den Göttern sei Dank.
Endlich. Ich hoffe, in Northanda ist noch alles beim Alten. An diesem Ort hier hält es ja keiner aus. Ihr seht reichlich erschöpft aus. Was habt ihr? Dieser Ort ist verflucht. Die Götter wissen, dass ich nicht leicht zu schrecken bin, aber dieses Geheul geht einem durch Mark und Bein. Es sind Klagerufe. Ich weiß nicht, woher sie kommen, aber eine unserer Streifen hat behauptet, etwas in nordwestlicher Richtung gesehen zu haben, was wie ein Geist aussah. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich hier Geistergeschichten erzähle, aber ich will verdammt sein, wenn das Geheul nicht von diesem Geisterwesen stammt. Über was klagt denn der Geist? Über seinen Bruder, glaube ich. Vergebt mir, aber ich bin nur Soldat. Solche Rätsel sind etwas für euresgleichen. Iskrim, ich verfluche dich! Oder wir lassen die beiden Steine, wenn sie ja eh schon deaktiviert sind. Auf jeden Fall können wir jetzt hier runter. Das Monument aktivieren, dann haben wir endlich Verstärkung. So. Weil ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass wir hierher zurück müssen. Also können wir die beiden Steine ruhig deaktiviert lassen. Gurim. Hi, Gurim. Was ist dein Problem, Gurim? Was sagt übrigens die Quest? Laurin der Täuscher. So, wir haben die Männer Urias abgeschlossen. Laurin der Täuscher. Gurim, ein alter Zwergengeist, ist erwacht und klagt über seinen Bruder Glamrik, der an die Rune gebunden ist und den Betrug, den der Winddrache Laurin an ihm beging. Helft ihm, seine Vergangenheit zum Guten zu wenden. Findet die Ursache für das Wehklagen, das an der schwarzen Küste zu hören ist. Sucht nach der Herkunft der Klagerufe, welche an der schwarzen Küste zu hören sind. Das ist der Zwerg hier. Ja, Götter, gebt mir meinen Bruder zurück. Iskrim, Laurin, ich verfluche euch. Eure Flüche verderben dieses Land, Geist. Geht und nehmt sie mit ins Grab. Niemals. Ich gebe nicht auf. Ich werde meinen Bruder Glamrik aus seinem Runenbund befreien. Glamrik? Ist er ein Runenkrieger? Wollt ihr meine Geschichte hören? Oder wollt ihr mir helfen, meine Rache zu vollstrecken? Erzählt eure Geschichte. Mein Bruder Glamrik und ich waren einst große Felsformer und Edelsteinschnitzer in Windholm. Wir waren berühmt. Sogar Iskrim schätzte unsere Arbeit. Iskrim? Der Zwergenschmied des Zirkels? Ja, verflucht sei er. Er hat das Wissen unseres Volkes an den Zirkel verraten und die Zwerge mit dem Wahnsinn des Zirkels vergiftet. Mein Bruder kannte Iskrim gut. Er war es schließlich, der seine Verbindungen zum Zirkel offenbarte und den Rat der Zwerge gegen ihn aufbrachte. Glamrik stellte Iskrim den Verräter auf seinen Turm in Windholm. 2 Tage lang tanzten die Äxte und Blitzer fuhren in den Turm. Schließlich siegte Iskrim. Doch er tötete meinen geschwächten Bruder nicht, nein. Wie ein grausamer Scherz schmiedete er Glamriks Seele an eine Rune. So wurde mein Bruder sein Sklave. Doch mir gelang es, in den Wirren des Krieges die Rune zu rauben. Ich suchte in alten Zauberbüchern, bereiste die Welt, aber niemand konnte meinen Bruder von dem Bund mit ihr erlösen. Ich kenne dieses Schicksal. Wer ist dieser Laurin, von dem ihr sprecht? Laurin der Blender. Ich traf ihn, als ich auf meiner Suche das zeitlose Meer befuhr. Er lockte mich zu den verlorenen Inseln und versprach mir, Glamrik zu erlösen, wenn ich seine 4 Feinde erschlage. Nur ein Magier des Zirkels oder das Allfeuer selbst kann einen Runenbund lösen. Laurin war ein Winddrache der alten Welt. Er sagte mir, ein alter Drache hätte diese Macht. Aber ich hätte es wissen müssen. Winddrachen sind Täuscher. Doch ich fuhr aufs Meer und suchte nach Laurins Widersachern, den Seedrachen Shea und Andar. In wildem Kampf bezwang ich sie. Doch das war nur der Anfang. Und jetzt spüre ich, wie alles von vorne beginnt.
Wie kann ich euch helfen? Ich fühle, dass Iskrim erwacht und damit auch ich und all das Leid, das er verursacht hat. Wir alle kehren zurück. Auch Laurin und die Seedrachen, die ich erschlug. Bitte, ihr müsst vollbringen, was mir nicht gelang. Ihr müsst meine Vergangenheit zum Guten wenden. Also muss ich zuerst die Seedrachen besiegen. Ja, bezwingt Shea und Andar. Kehrt dann zu mir zurück. Nehmt noch diesen Rat. Shea ist nur mit der blanken Waffe zu besiegen. Aber Andar kommt man besser nicht zu nahe. Okay. Gut. Die Rune wird sofort ausgeführt. Auf meinem Befehl. Mir nach. Vorwärts. Das heißt, wir gehen jetzt erst einmal und sofort und tote Knöppeln. So, was sagt die Quest? Beginnt Gurims Prüfung. Gurim, der Geist seines Zwergs, berichtet von seiner Vergangenheit und den Kampf, um seinen Bruder Glamrik von der Ruhe zu lösen. Er ist gescheitert und bittet er euch, seine Vergangenheit für ihn zum Guten zu wenden. Bezwingt den Seedrachen Shea. Shea war einer der ersten Drachen, die Gurim im Auftrag Glamriks bezwang. Gurim meinte, er sollte ihn mit der blanken Waffe bekämpfen. Andar war der zweite Drache, den Gurim erschlug. Der Zwerg riet euch, ihn besser aus der Ferne zu bekämpfen. Hier, sofort! Ja, wie gesagt, wir können die beiden Dinger deaktiviert lassen eigentlich. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Okay, die Untoten sind schon stark. Schlagt sie zurück! Was wünscht ihr? Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Okay, hauptsächlich die Schildwachen sind stark. Zu Befehl. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Die Rune? Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Das geht vor allem verdammt hier, aufs Mana und Freiheit. Schlagt sie zurück! Oh, da haben sie Urias ganz schön erwischt. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Und los! Also ja, bevor auf meinem ich in die Stadt der Seelen gehe, von der ich schnell auch ziemlich überzeugt bin, dass es eine Hero-Map ist,
soll ich meine Heroes ein bisschen upgraden. Also mir bessere besorgen. So, hier ist hier alles untotfrei. Ja, sieht danach aus.